Am Montagvormittag hat man in Wien-Floridsdorf, konkret in der Heinrich-von-Buhl-Gasse, eine Fliegerbombe entdeckt. Es handelt sich hierbei um eine Fliegerbombe russischer Herkunft, also aus dem Zweiten Weltkrieg, und sie soll 100 Kilo wiegen. Ja, gleich kam die Polizei hier vor Ort und auch das Bundesheer, und die haben auch gleich versucht, eben die Bombe zu entschärfen. Doch davor wurde das Gebiet hier großräumig evakuiert und auch die Leute in den Gebäuden, die wurden evakuiert. Ja, hier in der Heinrich-von-Buhl-Gasse ist es so, wir befinden uns hier auf den sogenannten Siemens-Äckern. Also das bedeutet, hier befindet sich auch die Firma Siemens. Und wir sind auch nicht weit hier vom Krankenhaus Nord. Also es ist wirklich ein sehr belebtes Zentrum hier. Hier hinter mir kann man es wahrscheinlich sehen, dort wo die Bombe gefunden wurde, dort wird momentan sehr viel gebaut. Dort sind gerade sehr viele Bauarbeiter im Einsatz, weil dort eben mehrere Wohnungen eben entstehen werden. Und wie gesagt, die Polizei, die war eben gleich vor Ort und hat dann das Gebiet hier großräumig evakuiert. Und natürlich gab es dann auch am Montagvormittag mehrere Staus hier in der Umgebung. Wir konnten es auch selbst miterleben, wie wir hierher gekommen sind. In der Heinrich-von-Buhl-Gasse war es so, dass man hier gar nicht wirklich ordentlich mit dem Auto hierher fahren konnte, weil eben mehrere Autos hier waren und es eben zu Staus kam. Ja, und auch Öffis sind hier betroffen, also die Busse, die können hier nicht ordentlich fahren, also die werden hier auch großräumig ausgewichen. Alle Autos, die jetzt hier unterwegs sind, müssen wahrscheinlich auch Geduld mit sich bringen. Ja, und wie gesagt, ist es momentan so, dass die Bombe mittlerweile schon entschärft wurde, sie wurde schon abtransportiert, und der nächste Schritt sieht so aus, dass alle Menschen, die hier eben in den Gebäuden gearbeitet haben oder die hier auch wohnen, in einigen Stunden auch wieder in ihre Wohnungen zurückkommen. Hier in der Heinrich-von-Buhl-Gasse wurde Montagvormittag eine Bombe gefunden. Was können Sie dazu jetzt genaueres sagen? Im Zuge von Bauarbeiten ist eine rund 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aufgefunden worden. Es ist dann unmittelbar eine Alarmierung bei der Wiener Polizei eingegangen. Die Polizisten vor Ort haben vorerst großräumig abgesperrt. In weiterer Folge ist dann, wie es in solchen Fällen üblich ist, das sprengstoffkundige Organ der Wiener Polizei verständigt worden. Dieser hat sich dann die Fliegerbombe angesehen und schlussendlich konnte die Fliegerbombe entschärft und auch abtransportiert werden. Was passiert jetzt mit den Anrainern? Während des Einsatzes mussten rund 100 Personen ihre Familienhäuser verlassen. Diese Personen sind natürlich in dieser kurzen Zeit, wo sie nicht zu Hause sein konnten, dementsprechend versorgt worden. Mittlerweile befinden sich alle wieder zu Hause. Ab wann wird das Gebiet wieder freigegeben? Das Gebiet ist schon wieder freigegeben. Die Entschärfung war ca. um 13.15 Uhr und es hat keine Verletzungen und auch keine Beschädigungen gegeben.